Herzlich willkommen zum Mira Luna Festival 2014. Meine nächsten Patienten auf der Couch, deine Lakaien. Ich fühle so eine gewisse Spannung gerade. Ja, ja. Wie siehst du das? Also ich meine, ich bin jetzt eher als neutrale Person. Du hast jetzt die Möglichkeit, auch einfach mal zu sagen, was dich an ihm all die Jahre schon stört. Also vielleicht wäre das jetzt der Moment. Ich spüre, du kannst noch nicht aus dir raus. Ja, bei dir, du wirkst auf mich etwas freier, etwas gelöster. Was möchtest du ihm, was wolltest du vielleicht schon immer mal loswerden? Ja, ach Gott, ist meistens schwierig, ja, weil einer weint bei uns und der andere schweigt, so ist es dann meistens. Und das ist einfach diese unerträgliche Stille. Ja. Bist du der Weinende oder der Schweigende? Ich weine immer sofort. Du weinst, ja. Und dann kaufe ich wieder einen neuen Synthesizer und das macht es ja nicht besser. Nee. Musikalisch. Auch die Tränen, wenn das sie hast dann ja heute auf der Bühne viel zu viele solche diese Dinger da drin, die man falsch verkabelt und so weiter. Ne? Auch das Publikum, wenn das weint, ich meine, greifst du da ein, gehst du da hin, umarmst du die Menschen, möchtest du diese Nähe spüren oder? Nein. Bloß nicht. Bloß nicht. Uff. Du hast Angst vor Menschen? Nö, vor Publikum. Das sind ja keine Menschen, oder? Das ist eine Masse. Das heißt, diese Masse, diese undefinierte Masse, ist das eigentlich gut für dich, dass du kein Individuum erkennen kannst? Oder möchtest du eigentlich die 1:1 Ansprache? Nö. Ein großes Ganzes. Ein großes Ganzes, ja. Verstehe. Muss so sein. Ja. Wenn wir mal zurückgehen in die Kindheit, in die ganz frühe Kindheit. Welche Beziehung hattest du zu deiner Mutter? Meine Mami? Ach, meine Mami hat mir Süßigkeiten gekauft. Nein, hat sie nicht. Sie hat sie mir verboten. Jetzt fällt mir es ein. Daran kann ich mich erinnern. Sonst weiß ich nicht mehr genau. Mein Vater, meine Mutter, gell? Verdrängung ist die Verdrängung, der Verdrängungsprozess. Ich fürchte, ja. Ja. Dann hat sie gesagt, sie hat gesagt, ich soll nicht Klavier spielen, genau sowas. Mhm. Also Musik als Rebellion jetzt quasi. Ja, vielleicht, ja, oder es war doch anders. Ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr. Oh, der Alzheimer-Fortschritt. Ja, ist die über mir sozusagen die Ältere. Die Übermutter. War es denn eine Übermutter? Die Jüngere. Ja. Genau. Die die Übermutter. Ich erinnere mich. Ja, verstehe. Also so auch ein bisschen Ödipus-Komplex? Meine Mutter war eine gute, doch. Ja, es war eine gute Mutter. Jetzt das, kommt's. Genau, dabei bleibt's. Es bleibt so stehen. Übermutter. Meine Übermutter war eine gute Mutter. Übermutter gut. Überhaupt eine gute. Wie ist es bei dir? Das Verhältnis vielleicht zum Vater? Gab es da auch so ein Über-Ich als Vater? Ich kenne seinen Vater nicht. Deinen Vater? Sein Vater. Ach, Entschuldigung, ich muss ja siezen. Abstand. Oh, das ist egal. Ihr Verhältnis. Unser Vater? Unser wir Vater, haben keinen Vater, gemeinsamen Vater. Wir sind nicht verwandt. Pater non certus est. Ach, hey. Jetzt ist es endlich offiziell. Sie sind gar keine Brüder. Nein. Es wurde lange Jahre immer wieder behauptet. Ja, nee, sind wir nicht. Ja, vor allem beim Vater, das ist ja mein. Das erklärt einiges. Gut, womit wir auch schon beim Thema Wiedergeburt wären. Als was wirst du. Hast du zugehört? Hast du zugehört vorhin, was ich gesungen habe? Da übrigt sich die Frage. Ich habe therapiert. Ich bin entschuldigt. Ja. Ich war in einer Therapiesitzung. Machst du Wiedergeburtstherapie? Auch. Rebirthing? Richtig. Oh. Ah, ja, Live Rebirthing. Geil. Livestream und so. Und Reinkarnation und so? Alles. Immer? Ja. Das ist auch so eine ewige Schleife. Deswegen, du hast nicht zugehört. Ich habe dir alles vorgesungen. Ich konnte doch nicht. Ja, mit einem Ohr wäre das doch nicht in mit einem Heikle. Ohr wenigstens. Aber sag es mir, verrat es mir. Na, round and round and round. Und als Tier? Wie als Tier? Wiedergeburt. Alzheimer, nicht als Tier. Nicht als Tier, aber wenn du es müsstest. Wie? Wenn ich dich jetzt zwinge. Ein Tier gebären? Nein, selber. Bist du perfekt. Ich glaube, ich möchte genau, wir verstehen uns. Ich merke da auch eine gewisse... Aha.
Du hältst mich für Ehe-Therapie. Für Ehe-therapierbar, ja. Ehe-therapierbar. Ich glaube, du hast da was falsch verstanden. Wir springen hier von Themen zu Themen. Ehe-Therapie. Wenn du als Tier wiedergeboren werden würdest. Also nochmal dann. Also, nochmal als Tier. Welches Tier wäre es? Nein. Nochmal auf die Welt kommen. Richtig. Sich selbst räumlich erfahren. Exakt. Und dadurch sagen, ich bin ich. Ja. Und als Tier natürlich nicht sich seiner selbst rational bewusst, sondern nur aufgrund seines Überlebensdrangs in einer Existenz. Das finde ich super. Das kann eigentlich nur die Schildkröte sein. Eine Schildkröte. Das gefällt mir sehr gut. Wir hatten vorhin den Igel bei die Krups. Jetzt sind wir bei der Schildkröte. Und das wir hatten den Alligator. Das ist untypisch für die Krups, den Igel. Igel und Alligator, ja? Und jetzt sind wir bei der Schildkröte. Das gefällt mir sehr. Wer war der Igel und wer war der Alligator? Ja, das überleg doch mal. Das ist wieder Schweigepflicht. Oder bei www.therapy. Jetzt hätte ich einen Hebel, um bei einer Konkurrenzband irgendwie eine Intrige zu starten, indem ich die auf diese Rollen festlege und sage, gut, warum hat er das gesagt? Aber Alligatoren fressen natürlich einen Igel, ne? Aber ein Igel tut dem auch ganz schön in die Zunge biegen und so weiter. Das ist eine völlig zerrüttete Band offensichtlich. Es ist eine sehr zerrüttete Band. Aha. Ja, die Clubs. So wie wir. Ich dachte, das ist eine Firma. Nein. Ja, auch. Im gewissen Sinne seid ihr ja auch eine Firma. Exakt. Sind wir nicht auch eine Firma? Ja. Wollen wir nicht alle Geld. Reich und berühmt werden? Nein. Darf ich eine ganz blöde Geschichte zu einem alten Ehepaar sagen? Sehr gerne. Dass ihr seid quasi. Ich bin im Zug mal 3 Stunden mit einem alten Ehepaar im Abteil gesessen. Die haben nichts gesagt. Nach 1,5 Stunden die Frau, ich habe Bauchweh. Der Mann, ich nicht. Dann waren sie wieder still. Das ist sehr tragisch. Ja. Wie die Loriot-Fahrt. Kennst du die im Zug? Ja. Ach, ja. Das ist auch sensationell. Das führt etwas zu weit. Ich würde ganz gerne in den Assoziationstest übergehen, die Herren. Ich werfe euch ein Wort zu und bitte schnell und aus dem Bauch heraus immer abwechselnd antworten. Ping-Pong. Geht immer Ping-Pong. Dalli. Es geht los. Wir fangen drüben an. Das erste Wort lautet Europa. Stier. Luxus. Daniela Kein. Angst. Ja. Tod. Daniela Kein. Heirat. Reue. Papst. Daniela Kein. Come on. Doch, wirklich? Das passt alles. Das passt? Ja. Okay. 2005. Als unser Ratzinger Papst wurde, hatten wir ein Konzert in Köln und die Bild-Zeitung titelte Wir sind Papst. Und ich bin auf die Bühne, ihr seid Papst. Und die Leute haben getobt. Also war das jetzt nicht... Okay, das lasse ich durchgehen. Die Assoziation war da. Okay, ich lasse durchgehen. Jugend. Blöd. Pornos. Deine Lakaien. Entschuldigung, ja, ich bin aus meiner Rolle gefallen. Nur einen kurzen Moment. Kann man schneiden. Ja, Pornos? Pornos. Liebe? Pornos. Ach, ja. Leben? Tod. Blixer Bargeld? Ui. Ui, lassen wir so stehen. Deutschland? Europa. Mera Luna? Bayern. Oha. Okay. Geografie 6. Backstage. Heiß. Klassik. Sehr schön. Da hüllen wir den Vorhang des Schweigens drüber. Wir kommen zu unserem Sinnfragen-Kombinator. Und zwar bitte ich nun meine Patienten einmal ganz randommäßig eine Sinnfrage zu erstellen. Ist Sex überbewertet? Diese Frage war zufällig schon da, die wollen wir nicht machen. Bitte schön, wählt es. Einer rechts, einer links. Ist Zukunft, weiter, noch zeitgemäß? Sehr philosophisch.
Ja. Ist Zukunft noch zeitgemäß? Ist das ein Kommt da schon ins Stottern? Ich merke nicht. Nein, ich meine, nur ja oder nein, nur ein Wort? Nein, nein, erklären, das ist eine philosophische Frage. Ist Zukunft noch zeitgemäß? Im Spiegel der Vergangenheit ist die Zukunft zeitgemäß. Ja. Nur, wo sie nicht zeitgemäß ist, ist im eigentlich Zukünftigen. Weil in der Voraussicht dessen, was man selber als jemand, der sich auch älter fühlt, als er ist, praktisch als Rückschau betrachtet, ist sie völlig obsolet, überflüssig. Sehr schön. Wofür bist du zu alt? Wo wir schon beim Thema alt sind. Gibt es etwas, wo du sagst, dafür bin ich zu alt? Muss ich das wirklich sagen? Oder? Du darfst offen sprechen. Ich zwinge dich zu nichts. Hier wird niemand gezwungen. Das ist, ich bin für etwas zu alt, was ich einfach nicht zugebe. Das ist ja das Problem. Okay. Das ist aber das Typische für alle alten Leute. Ja. Alle alten Leute sind sich nicht für, und in Wirklichkeit sind sie für alles zu alt. Ich würde sagen, das wäre was für die zweite Therapie-Session. Zu alt fürs Internet zum Beispiel. Zu alt für Facebook zum Beispiel. Diese Sachen, ja. Ja, diese verrückten Dinger. The Cloud. The Cloud und so. 2,0, ja. Ne? 1,0, 3,0, alles, ja. Alles zu alt. Ich wäre dafür noch eine Frage für dich. Ist das okay? Mhm. Dann nochmal bitte hier den Zukunftsgenerator, den... nochmal ja. Zurück. Mehrheitsfähig ist die Frage. Ist Sozialneid mehrheitsfähig? Wo? In Deutschland oder auf der Welt? Oder in Berlin? Oder ja, in Berlin. In ich Gummersbach? Nee, in Berlin. Super, Berlin. Sozialneid mehrheitsfähig? Nö. Nö. Die Berliner geben gerne. Okay. Vor allem Flughafen und so. Also immer schön weitergeben und das ist doch kein. Also. No? Sozialneid ist. Die, die weniger haben, sind nicht neidisch auf die, die viel haben. Ist denn Neid so ein Thema gewesen in eurer Karriere? Also wenn ihr zum Beispiel, kommt mir gerade so in den Sinn, Klassentreffen. Frage A, geht ihr zu einem Klassentreffen? Frage B, ist da schon mal vorgekommen, dass da so Neid hochkommt nach dem Motto, ich bin in der Bank, voll doof und ihr macht jetzt hier so geile Reisen und trefft coole Leute. Seid ihr mit dem Thema Neid konfrontiert gewesen? Ganz ehrlich? Nee, komischerweise. Nee. 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 Aber ich glaube, die finden das auch gar nicht so toll, was ich mache. Deine Schulkameraden? Ja. Hast du noch Kontakt zu denen? Ja? Und was, die sind eher so, dass sie okay. Einfach sagen, pff. Machen auch ihre eigenen Sachen. Okay. Ne? Sind ja. Zum Teil bekannter wie ich. Ja? Ja. In Bands oder Schauspieler? Nee, überhaupt. Bei ihm ja auch. Ne? Ja? Ja, tatsächlich? Ich war nicht in der Schule. Ach. Das Leben ist meine Schule. Du zwangsweise. Du warst doch in der Schule. Nö. Noch nicht? Wirklich? Nee. Nein, du lügst nicht an. Ach, ich will doch meine Therapeutin nicht anlegen. Ich brauche eine Therapie. Okay, das, ja, ich bin an der Stelle, würde ich sagen, kommen wir zur Analysesoße. Sehr wichtiger Bestandteil unserer Therapiesitzung. Du spinnst wirklich. Sie spinnen. Sie spinnen. Frau Doktor. Frau Doktor, Sie spinnen. Das muss ich mir nicht Sie spinnen. Also muss es heiß bleiben. Ich versuche ja zu sagen. Das ist so erlaubt. Also gerade Therapeutin sollte Therapeuten, ne? Gerade dafür offen sein. Ich richtig, ja. Ich kenne ja, da eine ganz neue Therapiemethode. Kann ich vielleicht. Ja. Wer so. Ist das jetzt? Bitte schön, die Herren, Rorschach-Test. Ich glaube, hier bin ich in der Runde, wo der Rorschach-Test ein Begriff ist. Das musste ich heute Rorschach. Mehrfach erklären. Ach, haben wir ja schon alles gemacht. Das ist irgendwas ganz Brutales. Ich habe es wieder vergessen. Einmal bitte aufs Blatt Papier falten und den berühmten Tintenklecks-Test. Ich nehme euch mal das Mikro ab. Rorschach. Bitte schön. Was heißt der das? Da drauf protzen? Genau, zusammenklappen und mir sagen, was ihr seht. Ich protzel jetzt da drauf. Bitte schön. Du bist wirklich Wahnsinn. So. Unser neues Album, Crystal Palace, ne? Weswegen wir ja überhaupt hier sind. Ja. Wir wollen ja Promo machen. Das heißt doch gar nicht Crystal Palace. Eigentlich wollte man ein anderes Cover am Anfang und das war wirklich so eine Art Rorschach-Test. Und jetzt kommst du uns hier mit Rorschach-Test. Ja, du bist doch eine Plattenfirma bezahlt, oder? Nein, ich bin völlig unabhängig. Das neue Album heißt Love Me to the End. Nein, Crystal Palace. So, bitte. Auf geht's. Der vergessen. Auf geht's. Falten Sie.
Wieso? Wir fallen, also ich würde sagen, Achtung, liebe Freunde von Deine Lakaien, das wird jetzt das neue Cover für die danach kommende Platte. Wir werden das gleich fotografieren und dann wird es für die Ewigkeit. So. Oh. Du hast doch ein Herz. Unser Thema, Liebe. Ist das nicht eher die Milz? Nee, das ist ein Herz. Aber es kommt ja auf die inneren Werte an. Also eben, Milz ist Milz. Wichtig. Oh ja. Leberwerte auch zum Beispiel. Auch sehr wichtig. Die inneren, ja. Milz an Kleinhirn gab es doch mal. Otto. Ja. Otto. Echt? Ja. Kleinhirn an Großhirn. Ja, genau. Hat die Milz gesprochen. Echt? Ja, kenne ich nicht. Nee, das macht bei mir immer nur die Blase. Er ist mit Otto zur Schule. Weckt den alten Sack bist du mit auf, Otto damit zur er Schule aufs gegangen? Klo geht. Nein. Ach, wirklich nicht? Ich dachte. Nee. Das war der andere Berühmte. Ach, Otto sehr schön. Udo. Es gefällt mir Udo. Ach, Udo. Udo Jürgens war bei Udo. Mir in der Klasse. Ja? Nein, der Jüngere. Yep. Ich lüge ja immer mit meinem Alter. Du lügst in deinem Alter, im höheren Alter. So, und jetzt als letzte Aktion, jetzt wird's kreativ, die Herren. Uff. Bitte schön. Habt ihr schon, ja, ich merke. Heiß hier. Heiß, ja, ich weiß. Da müsst ihr jetzt durchspannen. Heiß hier. So, wir legen das doch hin. Und zwar geht's auf. Malen, eine Insel. Mit zwei Bergen. Ganz schnell, ganz schnell. Also jeder muss loslegen. Nicht zu viel, nein, du hast schon eins vorweggenommen. Stopp. Insel. Und das nächste wäre nämlich die Palme gewesen, die du schon mitgemalt hast. Ja, ich merke das schon. Ich habe Angst. Gut, das Insel, wo ist deine Palme? Ich habe keine Palme. Bitte eine Palme. Ich habe eine Kirche gemalt und ein Kreuz. Die Kirche darfst du nicht malen. Gut, dann kommt die Palme neben die Kirche hin. Palme bitte. Eine Sonne. Ich brauche noch eine Schlange. Sehr schön. Eine Machete oder eine Axt, also irgendwie sowas. Ich bin Pazifist. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Okay, ist auch eine Aussage. Ja. Ist okay. Dann kannst du schon das Boot malen. Welches? Ein Boot. Ein Boot. Christoph, neues Bletschmaterial. Boot und als letztes ein Taucher. Bei dem Taucher? Ein Taucher brauche ich noch. Egal, wie der aussieht. Ja, das ist sehr hübsch. Sieht mehr aus wie eine Ente, aber... Ja, Ententaucher. Ententaucher. Haubentaucher und Ententaucher. Gut, ich interpretiere das einfach parallel. Und zwar, die Insel steht für die Persönlichkeit, für euch selbst. Mhm. Hier würde ich sagen, die Insel ist sehr zentriert, sehr großes Ich, sehr dominant, sehr powerful. Hier ist es eher so ein bisschen dezenter gehalten, ein bisschen kleiner, ein bisschen zurückgenommener, auch so ein bisschen verwobener, etwas undurchsichtiger, verspielter, richtig. Dann die Sonne steht für positives Denken, für Fröhlichkeit, für, ja, scheint über die Insel bei beiden, wobei die Sonne hier ein bisschen weint. Also so ein ganz klein bisschen. Du hast aber auch gesagt, dir geht's heute nicht gut. Also ja, und der Sonne auch nicht. Spiegel der Sonne geht's auch nicht gut. Nee, exakt, weil ja. Die ist ja für mich symbolisch. Richtig, also heute scheint bei dir die Sonne nicht. Das also jetzt so langsam durch natürlich meine Anwesenheit und unsere Therapie merke ich, da kommt die Energie zurück. Aber das weinende Gesicht. Lieber Gott, lass die Sonne leben. Und bei dir ist alles im grünen Bereich. Bei dir ist alles super. Alle Dufte. So, alle Dufte. Ja. So, die Palme steht für den Partner. Du hast ja ganz instinktiv direkt die Palme, obwohl ich es gar nicht angesagt habe. Palme mit dir verbunden, sehr, sehr groß. Also ich würde sagen, deine Partnerin. Unwissenderweise, ob du überhaupt eine hast, aber wenn du eine hast, dann ist sie auf jeden Fall eine starke Frau, eine starke Persönlichkeit, die an deiner Seite steht und die auch sehr viel Kraft gibt. Könnte auch für die Mutter stehen im Zweifel, aber sagen wir mal, eigentlich für den Partner. Hier, die ist so groß wie die Kirche. Deine Palme ist so groß wie die Kirche. Tja, was sage ich denn dazu? Die Kirche und eine Palme. Deine Partnerin ist katholisch. Ist katholisch und arbeitet auf dem Friedhof. Nein, das ist schon alles sehr miteinander verwoben. Also das
berührt sich hier alles, steht aber auch irgendwie auf dir drauf. Also könnte auch so ein Über-Ich, so eine Übermutter. Wir hatten auch vorhin notiert die Übermutter. Die Übermutter. Die spüre ich da ganz stark. Also das ist schon ein bisschen problematisch. Da würde ich in der zweiten Sitzung ist die Mutter Gottes vielleicht gerne noch mehr drauf eingehen. Mhm. Also hier gibt es auf jeden Fall mehr noch zu therapieren. Die Schlange steht für Sexualität. Sexualität bewegt sich hier auf deiner Insel, also ich würde sagen hier Porno. Die ist jetzt nicht übermäßig groß. Das ist alles noch im Rahmen. Ne? Bescheidenheit, ja. Thema Porno war ja hier auch kein Thema. Also Qualität da ist vor Quantität. Exakt, exakt. Wo ist denn hier deine Schlange, wenn ich mal nachfragen darf? Das ist da hier so. Die hat aber die Machete in der Hand. Oh, ja, ja, nee, ja, nee, ja, Moment, ja. Schade. Nee, das ist sie. Hier, das hier, ist die Schlange? Ja, da guckt sie. Da guckt sie. Ja, ja, dann eher nee, dieses christliche Verhütungsthema ist da. Also bewusst verhüten, wichtig und so. Mit Kaffee. aber die Schlange, ja, wenn sie hier so lang ist und sich so lang schlängelt, also ja, die guckt noch, ne? Also obwohl, hier ist ja der Kopf. Naja, die Schlange ist auf jeden Fall sehr groß, da geht noch einiges. Ich würde auch sagen, hier ist so ein zweiter Schlangenableger. Guck mal, hier ist so ein Schlangenablegerchen noch. Meinst du, es geht noch was? Ja, ich würde sagen, da kommt der zweite Frühling noch mal durch. In meinem Alter? Ja, ja, ich sehe das ganz eindeutig. Ui. Ja, also macht sich auch was gefasst. Ne? Ich meine, Mick Jagger, Entschuldigung, 70 plus, da geht auch noch einiges. Mick Jagger von The Rolling Stones. From The Rolling Stones, auch, also ist so alt wie Aktivität ich, oder jünger, ist auf jeden Fall noch da. So, wir brauchen noch die Machete. Machete steht für Aggression. Gibt es bei mir nicht. Du hast sie einfach weggelassen. Ich habe mich geweigert. Dieser Mann hat kompletter Pazifist. Eine Riesenpalme und keine Machete. Riesenpalme, keine Machete. Ja. Da habe ich auch, bin Respekt. Ich auch ein bisschen froh. Ja? Respekt, okay. Ja. Das wo ist hier die Machete da, ne? Ja, ja. Uiuiui, also die ist schon groß, ne? Ja, klar. Ja. Die muss, ja. Die Aggression man muss raus. Im Urwald sich durchschlagen. Ja, Machete genau, haben die ja immer. Ja, da sehe ich, Aggressionspotenzial. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, auch so Glück. Verbunden mit der Sexualität. Und der Kirche. Also vielleicht so Sadomaso die Kirche oder so. Ist im Mittelpunkt übrigens. Da könnte man tiefer gehen, wenn man wollte. Ich bin ja kein ausgewiesener Sexualtherapeut. Ja. Von daher müsste ich da an meinen Kollegen. Und gleich, ich habe auch hier, ich würde dann eine Überweisung. Morgen. Ich schreibe eine Überweisung. Gut. Gut. Und dann haben wir noch als allerletztes den Taucher. Der steht für das Unterbewusstsein. Meine Ente? Die Ente. Als die Ente wieder als die Ente. Ja. Ja, also bleiben wir nochmal hier. Dein Taucher, das Unterbewusstsein ist sehr nah an dir dran. Also es ist auch von der Größe her ungefähr der so groß Kopf wie die über, Machete. Gell? Da ist der und Kopf. Kopf über, taucht noch tiefer. Also du bist schon ein sehr tiefgründiger Mensch. Jemand, der auch die dunkle Seite sucht und da auch tief geht. Und bei dir, die kleine Ente hier, also dieses kleine... Ach, und wir haben ja das Boot noch vergessen. Das Boot steht für die Gesellschaft, Bezug zur Gesellschaft. Also hier kreuzt das, ja. Das Boot hat schon zu dir, also die Gesellschaft, gesellschaftskritische Themen sind bei dir verankert. Wo ist dein Boot? Du wolltest nicht, dass ich eins male, ja. Du hast es bei ihm gesagt. Er musste das Boot malen. Mhm. Ja, okay. Weil ich die Machete aus. Also, aber das passt auch zu dir, weil du bist nicht so der Gesellschaftstyp. Nee, überhaupt nicht. Nee. Mehr so der Tiefgründige, so der tief, mit sich selbst tiefgründig beschäftigt und ja? Und Mick Jagger. Das gefällt mir sehr gut. Der tiefgründige Mick Jagger. Alexander und Ernst, das waren deine Lakaien bei mir auf der Couch. Ich bin definitiv für eine zweite Session und schreibe jetzt erstmal eine Überweisung an den Sexualtherapeut. Sexualtherapie. Und dann nochmal, ich empfehle nochmal eine Familienaufstellung. Familienaufstellung. Wie, die müssen sich aufstellen. Nee. Und dann noch zweimal täglich gegenseitig umarmen. Weil Liebe, Liebe in der Band. Oh ja. Ganz wichtig. Umarmen. Ja? Umarmen. So, und? Partnerin anrufen. Mhm. Partnerin. Nicht mailen, Facebooken, sondern sie rufen sprechen. Die Partnerin an. Partnerin sprechen. Ach, selber, so, ich? Selber. Okay. So, das finde ich sehr schön. Mhm. Natürlich noch Dr. Nina. Dr. Nina. So. Im Auftrag von Dr. Auftrag. Nina, ja, dass ich sage, ich rufe es an, weil... Vielen Dank, Herr. Danke auch, war sehr aufschlussreich. Ich glaube, ich habe alles verstanden. Das ist gut. Herzlichen Dank. So. Tschüss.